wenn da Schmerzmittel drin sein können, ist das hammergeil. So. Also da ist bestimmt auch noch was Tolles drin im Haus, aber das wird zu lange dauern. Wir haben es jetzt schon 7:30. Die nächste Müllhalde. Die nächste Chance, einen Waffencontainer zu zerstören. Oh, 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 oh. Vorher noch hier. Radiator. Komm schon. Aber was? Scavenging? Weiß ich. War da jetzt einer bei? Oh, ich sehe einen kleinen Safe drauf. Der kleine Safe sollte nicht abstürzen, wenn ich da irgendwas mache. Oh, oh, noch ein geparktes Auto. Mit genau den Sachen, die ich brauche. Wobei, eine Stufe besser wäre natürlich noch, verdammt, wegen dem richtigen Leder, aber hey. Ja, dich brauche ich auch. Ich schmeiß mal 23 Holz weg und 15 Steine. Die kann man recht schnell zusammensammeln. So. Mehr Drogen. Auch mehr Drogen. Da. Ich fühle mich getrollt. So. Springen. Da drauf. Guck rein. Nix. Okay. Dann dich. So. Minibikes for Dummies. Read. Leather Tanning. Yes. Read. Und Leather Boots. Okay. Sauber, sauber, sauber. Und Drogen. Ach ja. Tag 27 ist ein toller Tag. So, wo da? 8:30 übrigens, ne? Immer schön im Auge behalten, die Uhr. Müll, 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 Müll. Ich sehe Müll. Prioritäten haben sich total verändert. Ich suche jetzt Toiletten, um Pistolen drin zu finden, Müllbeutel, um Drogen drin zu finden und kaputte Autos für die Radiator und Leder. Geht weg, die beiden. Geht weg. Und da war ein Radiator, sehr schön. Und das Räder hinten nehme ich da auch noch mit. Weil jetzt ist ja jedes Rohleder auch gleich ein richtiges Leder. Und davon kann ich ein paar gebrauchen. Und wenn es nur zum Skillen ist von der Rüstungsherstellungsgeschichte. So, 9 Uhr. Ich sollte mich langsam auf den Weg nach Hause machen. Ist 400 Steinachs. Leider kein Radiator. Okay, roter Punkt ist meine Heimatbasis. Also ich stopp jetzt nur noch für Mülleimer. Wobei ist da ein Unterschied zwischen Spoiled Trash und dem anderen Trash? Also es gibt einmal diese einzelnen Müllsäcke, die da. Wieso und die Kartons? Also es gibt 3 verschiedene Arten von random Müll auf der Straße. Ich auch mal kurz. Gib mir Radiator. Nee. Mist, 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 Mist. Psst. Du weg, du. Wegnehmen. Go. 25, das schaffe ich noch, schaffe ich noch. Duct Tape. Nein, nein, wo sind meine... Die sind da, okay. So, jetzt aber. Genug abgelenkt, genug Girugon gemacht. Jetzt nur noch ab nach Hause. Ja, ich spreche mit dir, Müllsack. Ich kann leider nicht. Ich muss nach Hause. Und wir stinken? Ja, das ist kein Problem. Es kommt gleich alles in... Das Lagerfeuer,
Dann wird da schönes Essen draus gemacht, um Wellness hochzubringen. Wobei ich jetzt, ne, mit jedem Loot, das wir finden, was ja recht guter Loot war, jetzt gerade die Baupläne. Blaupausen, Baupläne, Blaupläne. Bin ich zuversichtlicher, dass wir die Horde jetzt mal überstehen. Es wurde übrigens auch vorgeschlagen, dass ich vielleicht einen Schlafsack doch nutze. Also nicht, um das Spiel jetzt irgendwie einfacher zu machen, sondern im Gegenteil, um dafür zu sorgen, dass die Horde nicht despawnt. Weil die Horde despawnt, wenn man zu weit weg respawnt. Das heißt, man stirbt, die Horde merkt, dass der Spieler nicht in der Nähe ist, oder der Spieler merkt, dass keine Gegner in der Nähe sind, und dann wird halt alles, was nicht in der unmittelbaren Umgebung ist, aus dem Puffer genommen. Also damit nicht alles durchgehend berechnet werden muss. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schlafsack zum Beispiel hier hinpacken würde, ja, wobei hier wird cheaty. Hier könnte ich direkt jemanden ausrüsten, aber irgendwo anders draußen in der Stadt vielleicht, das hinpacken würde, dann despawnt die Horde nicht und ich müsste die Horde auch wirklich komplett vernichten, um wieder an meine Basis ranzukommen. Was interessant klingt. Das muss ich mal schauen, wie ich das dann mache. Sollte ich aber, wenn, dann bald machen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. So, du... Ich habe jetzt kein Holz zum Anzünden. Ja. Ich würde hier einen Essermagen vorschlagen, damit die letzten Heilungspunkte da besser hochkommen. Ja. Jetzt hoffe ich mal, dass noch Holz da ist. Ja, sehr gut. So andere Biosachen, die hier bleiben können. Bum, 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 bum. Bum, vorerst. Wobei, die kann ich gleich draußen lassen, weil ich mache ja das Leder zu dem Leder und daraus dann die Eisenhandschuhe. Bandage bleibt dabei. Die Kaffeebohne kann hier bleiben. Ja. Haben wir das Holz dabei? Nein. Das Holz. So. 14. Go. Du kannst schon mal mit. Und dann hätte ich ganz gerne. So. Erstmal schmelze ich dich an, wie viel da rauskommt. Aus dem Pokal. Also aus einem Scrap kam 5 raus. Zehn. Bei den Candlesticks auch 10. Und dann die Radiator, mal gucken, wie die bringen. Ich hoffe mal so 100 oder so. Weil die sehen ja doch wesentlich massiver aus als so ein kleiner... Ne? Ja, 100. Geil. Okay, Bullet Casings. Go. Bam, 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 bam. Schöne Sache. Sehr schöne Sache. Komm. So, während ich herstelle, wird nichts eingeschmolzen? Oder wie funktioniert das? Fast so vor. Ja, trotzdem nicht so schlimm. Okay, dann nehme ich dich schon mal mit. Jetzt die Frage, was für eine Munition stelle ich her? Schroflintmunition? Also die Slugs? Oder normale Munition? Normale Munition kann ich halt wesentlich öfter schießen. Mit der Slug-Munition muss ich wahrscheinlich nur einmal schießen und egal wo ich treffe, der Gegner ist tot. Ich denke, die Pistole wäre effektiver. Ja. Dann gibt mir das ganze Zeug. So. Du und du. So. Munition. Slug. Wie viel könnte ich denn herstellen? 29 Schuss. Und damit wäre das gesamte Gunpowder weg. Ich könnte 30 Mal schießen. Alternative. 97 Schuss. Aber das hängt jetzt von den Casings. Gunpowder hätte ich noch genug über. Ja, ich mache jetzt erstmal 100 Schuss 9mm. Und mit den anderen Casings, die dann kommen, mache ich damit dann die Schrotflintenmunition. Es ist so verlockend, die Schrotflinte zu nutzen. Aber ich denke, es wäre besser, wenn ich nur die Pistole und die Magnum nutzt. Also Pistole für normale Gegner und Magnum für die Zeherin. Weil dafür habe ich auch schon 115 Schuss. Weil wenn ich jetzt mit 3 Waffen rumlaufe, mit einer 9mm, mit der Magnum und der Shotgun und ich dann sterbe, was bei einer Horde ja doch relativ wahrscheinlich ist, dann ist alles weg. Das wäre echt nicht toll.
Holz. Stell her. Great Meat 14 mal. Wo ist das Leather? Leather. Braucht einfach nur eine Inhalt. Oh. Eigentlich noch ein Gestell und Gerbemittel, aber so eng wollen wir es ja nicht nehmen, ne? Du. So, Waffenteile waren wieder hier. Was fehlte bei den... Achso, beim Hunting Rifle fehlte das Rezept. Stimmt, jedes Mal, wenn ich diese ganzen Teile sehe, frage ich mich, hey, es sind doch alle da, die man braucht. Dann macht's Klick. Small Engine konnte man zerlegen für Blei. Ich glaube, eine davon habe ich mir aufbewahrt irgendwo. Da. Da kommt, tue ich die andere aber auch nochmal hin. Und ich habe auch noch das Minibike-Ding da gefunden. Ne? Kann ich da jetzt... Minibike Siege. Braucht 3 Kotten. 7 Leder, 4 Duct Tape. Ich könnte mir also jetzt ein Minibike gleich bauen. Ich hau einfach vor der Horde ab. Das ist auch eine super Taktik. Ja. Also Leder ist in Arbeit. Pistolenmunition ist noch am Wuseln. Behalte ich jetzt auch komplett im Inventar. Die 180 Schuss oder was das denn sind. Nachladen. Weil heute ist Hordentag. Ne? Nur mal so als kleine Erinnerung. Weg. Weg. Bleib drin, bleib drin, bleib drin. Trink. Gleich nochmal. Ah, oh, Bier. Bier kommt auch mit für die Horde. Für Stamina. Schnell weglaufen können. Das kann ich auch noch alles wieder machen. Also die Hälfte zumindest. Was noch? Munition ist am Werken. Ich kann mal die Casings hier rausholen. 300 Brass, super. Und mal noch 100 davon herstellen. Smith. Wobei es dann bald an Claim handeln wird, ne? Ja, schmeiß Claim wieder rein. Und ich bin zu neu auf die Shotgun. Das ist jetzt schade um die 100 Magnum-Munition, die ich dann nicht nutzen werde, aber wenn ich irgendwann sterben sollte, dann habe ich wenigstens die Magnum mit 100 Schuss noch. Das heißt, ich stehe jetzt, Shotgun Slugs her, auch wenn es nur 18 Stück sind. Und dann nehme ich mir die Shotgun. Du, komm her. So, und Slugs. Was? Habe ich das jetzt doch wieder verwechselt. Das heißt, so rum ging es. What the fuck? Also warte, ich kann bei der anderen vielleicht R gedrückt halten, um dann die Munitions A zu wechseln. Ja, okay. Boah. Was ein Heckmeck? Alles klar. So, also Pistole kommt an Position 2. Hammer kommt an Position 1. Shotgun kommt an Position 3. Medpack kommt an Position 4. Die werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Drogen kommt dahin. So. Ist mein bisheriges Setup. Ich habe 27 Leder. Hammer. Brauche ich noch Cotton? Da habe ich schon was von. Und 4 Duct Tape und 5 Short Iron Pipe. Ja, okay. Duct Tape werde ich gleich noch herstellen müssen. Das war aus Stoff und nicht Öl, sondern Klebstoff, glaube ich. Ja, mache ich dann gleich. Und aus Klebstoff kann ich herstellen aus Knochen. Knochen, da. Glue Maximum, so.
wenn ich jetzt schon ein bisschen was habe. Schaden wird es nicht. So, du noch mal Happen essen. Okay. Duct Tape. Oh, und ich kann die Leather Duster machen. Bist du ein Überwurf? Ich baue die einfach mal. Duct Tape. Oh ja, da kann ich ganz viele von bauen. Sehr schön. Meine Warteschlange wird immer länger. Ja, gut. Also, das wird hergestellt, das wird hergestellt. Dann baue ich gleich das Minibike zusammen, einfach nur mal zum Testen. Und den restlichen Tag verbringe ich dann damit, Inventar auszumisten, Inventar vollzumisten, zur anderen Basis zu gehen und da die obere Etage abzusichern und den Rundgang zu bauen. Oh nein, und das könnte jetzt schon die Horde sein? Was ist das? Das ist ein neues Zombie-Geräusch, das kenne ich nicht.